besten Doppelaufen. Okay. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Holster-Community. Willkommen zu einem neuen Q&A mit Nino wieder am Start. Ich wollte dir nicht die Hand geben, weißt du? Okay, das geht. Wir sind wieder am Start mit einer neuen Q&A. Wir haben wieder ein paar Fragen für Nino vorbereitet und wir starten auch direkt los. So, Frage Nummer 1. So. Spickzettel, oder was? Hä? Nochmal Spickzettel. Alles klar, bist ja geübt. Also. Frage. Warte, ich muss einmal etwas nehmen von meinem Cherry Punch. Dann nehme ich was von meinem, kann ich noch nicht sagen, Punch. Übrigens, jeder, der die heutige Story gesehen hat, was ein Datum haben wir heute? 24. Den 24. September. Ich habe heute was hochgeladen. Und zwar, wir haben einen geilen Getränkespender. Und wir testen gerade unsere eigenen Holster Drinks. Also, ich habe hier den Cherry Punch. Viele von euch kennen den schon. Der Tibel hat eine neue Pfirsichsorte. Ja, Pfirsichgedöns. Und da gibt es noch 6 weitere Sorten, die wir gerade am Testen sind. Jetzt geht's weiter. Okay. So. Freunde, die erste Frage. Nino, du hast schon gesagt, du hast Doppelapfel. Ja. Schmeckt gut. Also ich muss ehrlicherweise zugeben, das ist, ich rauche seit Jahren nur noch Doppelapfel. Ja. Probiert's. Für jeden Doppelapfelliebhaber, ja, hat Anis. Also ist es definitiv mit Anis. Und es ist eine Klassiksorte. Muss, must have. Also es ist eine klassische Doppelapfel mit Anis. Ja. Für alle die Fragen. 100%. Kategorie, für welchen Raucher ist es? Für jedermann. Ja, für jedermann. Ja. Soft an Nikotin. Ja. Also Einsteiger können. Natürlich ist er schön intensiv, so wie man Anis auch kennt. Okay. Ist aber nicht zu stark, dass er dann einen übertönt. Okay. Kannst ihn problemlos 2,5-3 Stunden rauchen. Ich war neulich erst in Kuwait gewesen. Ja. Der Kollege hat nicht geglaubt, dass man den 2 Stunden plus rauchen kann. Kennen die gar nicht in diese Kategorie an Tabak? Ja. Wir haben den tatsächlich 5 Stunden lang geraucht. Oh, okay, krass. Ja, das ist kein Bluff. Also ich habe auch Bilder. Die Kohle gewechselt. Frag nicht. Wir haben ohne Ende geraucht. Und der Tabak, der war immer noch gut gewesen. Ja. Okay. Also. Daumen super. Also zusammenfassend, je nachdem wie der Kunde seinen Kopf baut, desto stärker verhält sich das Aroma. Bravo. Perfekt. Okay, also Freunde, Doppelapfel is coming. Release geben wir euch in den nächsten 2 Tagen Bescheid. Das Video geht wahrscheinlich morgen online, dann in 2 Tagen habt ihr das Release-Datum. Release-Datum steht fest, Tabak ist fertig. So, Doppelapfel. Es gibt noch eine weitere Sorte, L'Amoretto. Ja. Dazu sagst du jetzt nochmal bitte was. Das hast du nämlich im letzten Q&A nur angeteasert. Wir haben den jetzt vorgestellt. Verstehe. Wir wissen Limoncello mit Amarena-Kirschen. Ja. Und jetzt. Gut. Sehr geil. Ja. Stark. Was soll ich dazu sagen? Also ich muss ehrlicherweise gestehen. Wow, dein Spickzettel ist gerade einmal gefallen. Sehr laut für einen Spickzettel. Mein Spickzettel wiegt 45 Gramm. Ah, okay. Die Sorte hat tatsächlich Tibel eigentlich entwickelt. Also ich würde jetzt mal den Ball wieder Tibel zuwerfen und würde mal den Tibel sagen, wie er auch diese Sorte kann. Ja, also. So, die hast du entwickelt, das ist deine Sorte. Also ich saß tatsächlich bei mir im Büro und hatte so einen Ingwer-Shot neben mir gehabt, mit so einem Zitronenshot, weißt du? Und dann hatte ich ein Kirschgetränk, was der Nino hat, das Kirschgetränk habe ich dann währenddessen getrunken. Und ich hatte Lust gehabt auf so kleine so Nüsse, weißt du? Dann habe ich da so Mandeln in der Hand gehabt, dann habe ich mir so Mandeln gegeben, dann habe ich das in meinem Mund gehabt. Und ich so, ey Nino, diese 3 Sachen, ich bin brutal, probier mal. Lass mal einen Tabak daraus machen, ich kenne daraus. Ja, und so ist das eigentlich entstanden. Dein Ernst? So entwickelst du Sorten? Ja. Wow. Im Alltag. Okay, was ist im Alltag so? Ja gut, okay. Also ich muss ehrlicherweise gestehen, die Sorte schmeckt geisteskrank. Also es ist für jedermann, der es fruchtig mag, aber auch spritzig. Also ich würde nicht sagen fruchtig, es ist schon eher eine spritzige Sorte. Ist es, ja. Ja, Mandel, also es ist nicht nussig, es ist nicht cremig, es ist nicht milchig. 0% davon, ja. Hat keine ja. Kennt man ja diese Milchsorte, weißt du, wie ich meine? Mandelmilch. Ja, richtig. 0%. Also es ist wirklich etwas Spritziges. Genau. Es hat einen undefinierbaren Geschmack, also ich kann es nicht erklären. Musst du probieren, musst du rauchen. Mhm. Hast du gut gemacht. Korrekt, danke. Daumen nach oben für dich, du bist eingestellt. Also Arbeitsvertrag wird verlängert. Jetzt hast du vielleicht einen unbefristeten. Übrigens, Timo hat Anteile der Firma, ja, also nur mal so nebenbei. Echt? Ja. Cool. Stark. Frage 3. Spickzettel. Ja, okay, was machen Sie da? Haben Sie da etwa ein Handy in der Hand? Ja, ich spicke jetzt mal ganz kurz. Aha. Wir haben jetzt Sorten vorgestellt, wir haben neue Geschmäcker vorgestellt. Wir haben am Anfang des Jahres ja angefangen, eigentlich in eine ganz andere Richtung zu gehen. Und zwar war es ja der Holster Zero. Ja. Und viele fragen jetzt, was ist mit dem Holster Zero? Wird es Holster Zero weiterhin geben?
oder konzentriert sich jetzt Holster nur noch auf die 200 Gramm Linie mit natürlich 25 Gramm? Also wie sieht's aus? Zero, ja oder nein? Tatsächlich aufgrund der Preisstruktur und der Preisänderung in Deutschland, also wie ihr mitbekommen habt, können wir wieder 200 Gramm und 1 Kilo Sorten produzieren. Mhm. Das Ganze, jedes Jahr, alle zwei Jahre hatten wir oder haben wir eine Preiserhöhung jetzt gehabt in der Tabakbranche. Demnach sind die Preise nicht mehr so, wie wir das kennen vor zwei Jahren mit 24,90 für 200 Gramm. Wir sind jetzt tatsächlich auf 26,90 gekommen. Aber um diese Zeit zu überbrücken, haben wir natürlich für unsere lieben Raucher und auch für mich selbst und für die gesamte Community, haben wir da etwas überlegt. Das nennt sich Pfeifentabak. Und warum lachst du die Trickchen? Wie viel Anteil habe ich überhaupt? Ja, ist ein Mühe-Prozent. Okay, alles ja. Klar. Ich hab den Faden vergessen. Den Faden verloren. Ja. Faden vergessen. Okay. Faden vergessen. Okay, zurück. Okay. Es gibt zwei Kategorien, ja. Pfeifentabak ist günstiger als der Wasserpfeifentabak. Ja. Aufgrund der Vergabe von Deutschland, wegen der Tabaksteuervergabe. Mhm. Und die Kategorie bleibt weiterhin bestehen. Also viele, viele Kunden haben natürlich auch das Interesse an dem Pfeifentabak gefunden. Die haben dann so eine schöne Pfeife zu Hause. Und musst du dir vorstellen, die ist dann so schön lang. Die sieht so aus wie eine Zauberflöte. Aber die manche machen Doha rein, manche machen Pfeifentabak rein. Oh fuck, Alter. Okay, anyway, ja. Also, Pfeifentabak bleibt. Okay. Ich weiß nicht, wie du das cutten willst, Digga. Du bist gef***t. Digga. So. Okay. Pfeifentabak, eigene Kategorie. Holster Wasserpfeifentabak, eigene Kategorie. Definitiv. Beides bleibt bestehen. Ja, richtig. Okay. Und in beiden werden wir natürlich auch verschiedene Arten von Sorten rausbringen. Okay? Perfekt. Wird es im Darkblend auch Pfeifentabak geben? Geht sowas? Nein, also wir haben vieles probiert. Mhm. Darkblend ist eine ganz, ganz, ganz spezielle Art von Tabak, die man in einem ganz anderen Prozess auch bearbeitet. Wir haben es probiert. Ich bin euch ehrlich, lieber die. Wenn es nicht funktioniert, dann sollte man es nicht machen. Also es geht hier nicht einfach nur um, wir bringen mal was raus und wir machen es. Nein, wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Das Ding muss sitzen. Muss schon Qualität haben. Das Ding muss sitzen, muss schmecken, ja. Mhm. Und jetzt, ja Leute, Geschmäcker sind subjektiv zu betrachten. Den einen schmeckt etwas, den anderen schmeckt etwas nicht. An unsere lieben Kollegen da. Ein Viertel, sag ich mal, ja. Alles klar, so. Thank you. Der weiß ganz genau, das sind. Was ist das? Video, ich hab euch geschickt, ja? Oh, ich weiß nicht mehr, keine Ahnung. Wichtige Frage. Produktion 200 Gramm war jetzt stressig gewesen. Ausland, klar, auch stressig. Du warst jetzt auch lange Zeit im Ausland. Ja. Deutschland, Frage. 25 Gramm, 200 Gramm, ja, sowieso. Früher hattest du 800 Gramm. Früher hat so 800 Gramm und Kilos. Werden wir auch wieder 800 Gramm Kilos einführen? Also 25 Gramm wird es weiterhin geben, gehe ich mal von aus? Ja, klar. 25 Gramm definitiv muss für die Shisha was weiterhin geben. Genau. Ja, okay. Also es ist ein schwieriges Thema. Wir haben uns mit dem Thema noch nicht beschäftigt. Tatsächlich sind wir, wie ihr wisst, wir sind aus der alten Produktion raus, mit dem wir jahrelang zusammengearbeitet haben. Produzieren mittlerweile in-house, also haben eine eigene Produktionsstätte, sind tatsächlich auf 50 Personal plus gewachsen. Ja. Vertreiben von hier weltweit unsere Produkte. Und aus diesem Anmaß müssen wir auch erstmal in diesen Prozess reinkommen und hineinwachsen. Aktuell konzentrieren wir uns komplett auf 200 Gramm. Wir planen Q1 nächsten Jahres die Kilodosen oder eventuell 800 Gramm oder 850 oder 900 Gramm. Das wissen wir noch nicht. Wir müssen natürlich sehen, dass die Balance mit der Preisstruktur auch gerechtfertigt wird. Bringt nichts, wenn das Kilo plötzlich 150 Euro kostet. Nicht bedingterweise, weil wir die Preise hochsetzen, sondern einfach, weil es von der Tabaksteuer, es gibt diese Banderole, diese Briefmarke, die kaufen wir selber zu. Und wenn diese schon ungefähr, jetzt mal salopp gesagt, 50 Euro kostet, dann musst du natürlich noch deine Produktionskosten mit einberechnen, dann musst du noch die Materialkosten mit einberechnen. Und wenn das Ganze dann sich nicht mehr
rechnen würde, mhm, dann muss der Preis vielleicht auf 130 hochgesetzt sein. Ja. Und dann sagen wir erstmal, hey, chill mal, 200 Gramm, jeder soll erstmal rauchen, wenn er ein Kilo will, soll er halt sich 5 Dosen kaufen. Geht ja auch erst einmal noch. Ja. Ja, das ist jetzt erstmal. 5 mal 200 Gramm ist 1 Kilo. Ja. Albert Einstein sehe ich da. Weiß ich, nein, nein. Ich rechne gerade 26 mal 5. Ja, okay. Ich weiß. Was hast du gerechnet? Ich habe 25 mal 5. Du hast 20 mal 5 sind 100, 5 mal 5 sind 25, sind wir bei 125 und diese 1,90 Euro hast du original weggelassen. Nein. Ja, also 90 bleibt am Ende, 1,90 Euro mal 5 sind 4,50 Euro. Ja. Ja. Ja, und das habe ich drauf gerechnet. 125 mal 4 Euro, 129,50 Euro. Korrekt? Ja, das wissen wir gleich, ob der Set dich da komplett zerstören wird oder nicht. Jo, egal. So, okay, perfekt. Also, Holster 25 Gramm bleibt, Holster 200 Gramm sowieso, Holster Kilos, checken wir ab, ob es nicht zu teuer ist, müssen gucken. Richtig. Könnt ihr eigentlich entscheiden, schreibt mal unten in die Kommentare. Wollt ihr Kilos, ja oder nein? Nächste Frage. Kommen noch ein paar neue Sorten? Ich meine, wir haben ja jetzt den Doppelapfel, wir haben jetzt den Lamoretto, also den 25 Lamoretto. Neue Sorten? Ja, noch klar, weitere Sorten? Klar, 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 klar. Ja, definitiv. Erst Dark Blend, neue Sorten. Oder weiter Virginia und dann Dark Blend? Es gibt keine Kategorie, erst A, dann B, dann C. Wir arbeiten aktuell an einem neuen Dark Blend. Wir upgraden gerade unseren Dark Blend. Okay. Ja, das will ich euch mal nur so gesagt haben, weil diesen Dark Blend haben wir auch nicht in-house produziert. Jetzt sind wir an unserem eigenen Dark Blend dran. Mhm. Er ist stark, er ist stärker als den jetzigen, den man kennt. Mhm. Er ist würziger als den jetzigen, den man kennt. Mhm. Wir müssen natürlich nur sehen, ob wir hier in Europa dieses Produkt auch rauchen können. Ich habe schon testweise in arabischen Ländern das Produkt vorgestellt, weil viele russischsprachige Menschen dort drüben leben. Und unser Geschäftsführer in Dubai selbst auch Russe ist. Mit dem haben wir das Ganze dann ausgiebig getestet. Er sagt, umso stärker, umso geiler. Mhm. Ich habe es geraucht, ich bin fast umgefallen. Okay. Der hat gesagt, geil, Bruder, schmeckt, brate gut diese. Okay. Für mich war es huiuiui. Mhm. Aber wir müssen jetzt mal sehen, welche Kategorie an Level wir machen. Und da werden wir auch unsere lieben Blogger und auch Leute aus der Community zu uns in die Produktion mit einladen und das Ganze dann hier in der Produktion pre-testen, bevor wir das Produkt releasen werden. Wann das Ganze stattfinden wird, bitte kein Datum festhalten. Dauert vielleicht noch 3-4 Monate. Also ich denke mal auch Ende Q1, realistisch gesehen. Mhm. Und dann werden wir das Ganze hier vortragen und der liebe Sid wird das Ganze dann auch mit aufnehmen. Mhm. Und da wird ein schönes Event auch nochmal vorbereitet. Alles klar. Ich glaube, du hast eigentlich alles gesagt. Perfekt. Okay, Event hast du schon angesprochen. Es wird ein Event geben. Mehrere Infos dazu kommen noch. Ich gehe jetzt nochmal kurz zurück zum Release. Habe ich ja schon kurz angeteasert. Also Release angeplant diese Woche. Datum genau wird noch bekannt gegeben. Release zuerst bei uns im Holster-Shop online und dann bei jedem Shop-Besitzer, jedem Großhändler. Gut, ich wäre soweit, also danke dir für deine Zeit. Alle so Fragen so, ja, reicht. Ich bin extra eingeflogen. Egal, flieg wieder zurück. Nein. Ja? Weil ich jetzt produzieren muss. Hm. Und was? Ich muss hier nochmal was von dem Schlückchen nehmen. Ich hab alle Augen. Perfekt. Das war's. Ich danke euch fürs Einschalten. Wir sehen uns. Holster Release. Neue Sorten. Lamoretto 25. Peace out. Danke, Nino. Danke dir. Ciao.